nicht. Ungültige Verbindung? Na, nehmen wir das mal raus. So. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht hier. Ist blöd von der Optik her. Ich hätte das gerne so. Warum kann ich das so nicht anschließen? Zu nah an einem anderen Verbinder. Und das hier? Hm, DK, dankeschön für 19 Biddies. Ich probiere gerade mal ein paar Sachen aus. Also seht's mir nach, wenn das jetzt nicht auf Anhieb geil wird. Okay. Okay, wir kriegen das so nicht raus. Okay. Anderes Konzept. Aber die Idee bleibt gleich. Wir brauchen die Ölpumpe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. So. Das müsste technisch so funktionieren, oder? Komme ich hier mit 2 Leitungen durch? Nee, ich komme hier nur mit 1 durch. Das geht ja nicht. Doch, das geht jetzt schon. Bitte? Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich werde bescheuert. Okay. Glaubt ja niemand, ne? Also das klappt jetzt. Das wäre die gleiche Pumpenanzahl wie die. Dann hätten wir nämlich das Problem nicht mehr. Dann können wir nämlich jetzt nach und nach diesen ganzen Wahnsinn hier abreißen. Der muss erstmal noch bleiben, weil das ist ja die eigentliche Ölverbindung gerade ist. So. Andrea, wunderhübschen, hi. So, wie viel ist denn auch hier in der Leitung drin? Die ist leer. Die ist leer, weil... Jetzt geht's erst wieder mit der Pumperei los, okay? Ja, jetzt kommt wieder Öl an, aus vollen Rohren. Es läuft aber auch immer sauschnell, ne? Also wenn du hier mal guckst, wie schnell das hier vorne ankommt am Ende. Es läuft sauschnell auf dieses Rohr voll und dann gibt das... Teilt das halt auf, ne? Und das ist genau das Problem. Wir brauchen, auf der einen Seite nehmen wir ja auch hier hinten wahnsinnig viel Rohöl. Das liegt jetzt auch daran, weil diese Anlage voll ist. Das heißt, wir produzieren hier keinen Sprit mehr. Und das merkt man gewaltig in unserer Verarbeitung. Hier mittlerweile ist das Kohlendioxid voll. Auch da müssten wir natürlich jetzt erstmal eine Gasfackel reinbauen.
Die kann das auch verbrennen, oder? Nein, die kann das nicht verbrennen. Okay, Moment, stopp, 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 Exit. Ja, hier, Schornstein. Ist das Mittel der Wahl. Gut, dann lassen wir das mal in Ruhe bauen. Wenn die Tanks hier hinten voll wären, ja, dann haben wir ja gar keinen Stress mehr, weil dann staut sich das im Rohr hier zurück und damit geht alles auf die Verarbeitung. So, und da staut sich auch alles zurück, das passt. So, jetzt geht's hier weiter. Die Pumpen laufen jetzt natürlich schon, bis alles voll ist, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal weg. Nein, dankeschön! Punkt. Moin sind Zwergtanherz, 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 Zwergtanherz. Danke vielmals! Nein, für den Resub im 6. Monat! Mit ganz viel Herz allerdings auch noch in der Nachricht drin. Dankeschön! So. Okay, Freunde. Also, diese Anlage läuft technisch gesehen für sich genommen. So. Jetzt gehen wir her und sagen, wir reißen diese Anlage ab. So. Jetzt kommt nur noch dieses Geschichtchen hier durch. Das ist auch okay so. Für mich ist das völlig fein. Dann nehmen wir hier den... Oh, das ist der ganz große, ne? 180... Ne, warte mal. Flüssigkeitsspeicher? 3, hier, der da. Ui, 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 ui. Okay. 2000 Einheiten! Ich hab keine Ahnung, aber ich will's mal ausprobieren, verstehst du? So. Und hier kommen wir dann mit der zweiten Leitung. Das ist nämlich jetzt die Hauptleitung eigentlich. Aber da, warte, nein, stopp, stopp, Abbruch, Abbruch. Bau das nochmal nicht. Wir müssen noch eins weiter nach drüben. Eins mehr rüber. Das ist mal ein richtiger Tank, ne? Das ist mal ein ganz, ganz solides Gerät, du. Haben wir eigentlich mittlerweile neue Handelsgeschichten, was wir machen können? Mein Treibstoff geht, es nimmt rapide ab, aber es geht technisch doch noch. Dieser Tank soll als Puffertank dienen für all das, was jetzt dann hier hinkommt. Also wie gesagt, wir machen dieses ganze Eck hier neu, weil das total unsinnig ist auch mit dem Schüttgutlager hier und so. Das ist total, total unschön alles. Das bauen wir hier jetzt auf der Seite einfach mit einem richtig schönen Dreierspeicher. So hin. Und von dem ziehen wir dann quasi wieder aus, ne? So, und dann kommt dann quasi das Öl von hier rein, für den Fall, dass wir es betreiben. Im Prinzip tun wir das ja eigentlich nicht. Also die ganzen Dinger sind ja eh jetzt alle auf Pause. So, und wenn wir die dann brauchen sollten, schalten wir die an und gehen da rein. Ich baue meine Fabriken im Planungsmodus, ich nicht. Grundsätzlich nicht. Dadurch, dass ich so viele Bauaufträge meistens habe, wird das eh nicht so schnell gemacht. Und da kann ich es immer noch ein bisschen ändern. Weil ich mir das ja schon im Vorfeld ein bisschen quasi immer wieder... Ich plane das ja schon, überlege mir das immer schon wieder ein bisschen, wie ich das haben will. So, und die ganze Geschichte hier, die vereinfachen wir auch ganz komplett, ja. Das ist, das wird zwar auch einen größeren Tank hier unten nochmal geben, der dann den Sprit speichert, aber nicht mehr drei und nicht mehr so angeschlossen. Da geht zwar auch eine Leitung raus, die dann hier vielleicht von der Seite drüber kommt, mal gucken. Aber das wird hier unten dann komplett anders gestaltet. Das ist jetzt auch nicht schlimm, weil das eh alles leer ist. So, und dann werden wir Folgendes machen. Wir leeren jetzt hier diese Tank, diese Geschichte. Leeren wir jetzt überwiegend aus, damit wir die ganze Geschichte neu bauen können, damit wir das abreißen können. Aber um fair zu sein, das ist auch mit einer deiner ältesten Bauten. Ja, absolut. Also das Ding, dieses ganze Ding, ich meine, im Prinzip, wir haben ja hier angefangen
und haben dann, oder hier in dem Bereich, und haben das dann ausgebaut. Das waren halt so die ersten Versuche, eine Treibstoffgeschichte zu bauen. Das ist für den Moment ist das in Ordnung, aber sind wir ehrlich, ne? Auf Dauer kannst du das knicken. So, und da sieht man ja auch hier, ne? Also hier geht ja auch Abwasser dann raus. Mit dem Abgas können wir nichts anfangen. Ja, mal gucken. So, hier ist auch schon ein bisschen was im Tank drin, ne? Also, aber sieht mal, wie groß dieser Riesentank eigentlich ist, ne? Das ist schon gigantisch, das Teil. Okay, so, wie schaut es jetzt hier vorne aus? Schiff ist gerade weg, Tanks sind leer, Speicher ist leer. Das ist halt blöd, ne, dass der Ölspeicher nicht permanent bedient wird. Wie schaut es da hinten aus? Die sind auch fast voll, ne, die sind voll. Hier speichert sich sogar bis zu 400 Rück. So. Okay. Okay, so. Dann fangen wir an, den ersten Teil abzureißen. Dann kann nämlich diese ganze Plörre hier weg. So, und da fangen wir auch an, den Bereich hier wegzumachen. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen mehr Übersicht hier drauf, was wir wirklich noch brauchen. Okay, dann können wir es eigentlich auch komplett löschen. Da müssen wir allerdings jetzt ein bisschen Gas geben, wenn wir das jetzt alles wegmachen, weil das muss ja jetzt auch erstmal wieder aufgebaut werden. So, das ist der Abwassertank. So, das muss auch noch weg. Und die Dinger, die müssen hier unten eigentlich auch noch weg. So. Dann haben wir das eigentlich schon. Okay. So, das ist jetzt die ganze Spritverarbeitung, die hier gerade über den Bach runtergeht. Da sind jetzt auch, man merkt gerade, die sind natürlich auch alle jetzt hier very busy, ne, weil das hier ist ein Riesenbereich gewesen. So. Und die neuen Destillen gehen in diese Richtung aus. Wir bauen hier 4 Stück, die mit Öl und Kohle laufen. Das heißt, wir brauchen hier unten erstmal ein großes Schüttgutlager. Dass Kohle von dem Band hier oben ziehen darf. Wir könnten natürlich auch hier oben ein Schüttgutlager bauen, ein großes Kohlelager. Wobei, brauchen wir dermaßen viel? Nein, ne? Lass uns das mal so machen. So ungefähr. Haben wir hier das einmal das Lager. Dann kommt hier die Kohle, das Öl auch noch durch. Gut, okay. So, das wird jetzt noch weggebaut, dann haben wir das auch. So, wir brauchen, so, wir brauchen hier unten einen Ausgangstank. Also einen Tank, einen Flüssigkeitsspeicher, von dem aus wir nicht nur das Zeug nehmen, sondern auch wieder weitergeben, ja? Das machen wir jetzt mal so, das wird unser Treibstofftank für alles. Hier kommt am Ende das Zeug wieder an. Hier kommt's raus und das heißt, von hier nehmen wir Öl, von hier nehmen wir Kohle. Das heißt, wir können hier relativ bequem 4 Stück nebeneinander bauen. Das heißt, wir machen das jetzt auch mal. Dann bauen wir es doch gerade aus, wie wir es gerade eben auch hatten. So, 4 Stück. In dem Fall mit Schornsteinen arbeiten, ist okay. So. Den Sprit nehmen wir eben hier unten rein. Der kommt dann hier rein in den Dieseltank.
Gut, dann bauen wir hier weiter. Da ist die Rohrleitung für den Treibstoff letzten Endes. Der muss hier rein. Dann wird er auch gleich reingetankt, weil sonst momentan staut, müsste er sich eigentlich hier in der Leitung, genau, der staut sich komplett zwischen, wir kriegen ihn gar nicht weg. Das wird jetzt besser, wenn dieser Teil gebaut ist, deswegen Priorität da drauf, damit wir das schon mal wegspeichern können. Wobei hier laufen auch Pumpen, da müssen wir natürlich auch reingrätschen. Gut, dann laufen die Pumpen nämlich nicht mehr. Das ist okay. Genau, Tropfen, also ich habe es auch gerade gesehen, dass die Pumpen noch laufen. Das ist okay für mich. Dass wir das jetzt eben frisch gelöst haben. Hier gehen Rohrleitungen rein. Ungefähr hier. Geben wir in diese ganze Geschichte wieder ab. Kitty, grüß dich. Wunderhübschen guten Abend. Hi. Und vielen lieben Dank an Julchen für den Raid. Hallöchen zusammen. Hi, liebe Raiders. Hat jemand die Alerts leise? Entschuldigung. Es ist mir ein Versehen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen euch allen erstmal. Ein ganz liebes Hype in den Chat, meine Lieben. Hallo, Raiders. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Wart ihr auch in Captain unterwegs? Wart ihr da auch drin? Alle Kartoffeln zu Kitty. Was hat es damit auf sich? ich frage aus Gründen, ja. Kartoffeln, da, wir haben auch jemanden, der mit eine ganz besondere Affinität zu Kartoffeln hat. Kartoffeln sind böse. Sehr gut. Kitty, versuch dich mal, oder unterhalte dich bei Gelegenheit, wenn Parzi da ist, mal mit Parzi über die Wundersamigkeit der Kartoffel. Ich glaube, ihr werdet auf dem gleichen Nenner sein. Das ist ziemlich wahrscheinlich sogar. Parzi-Bert hat auch leidvolle Erfahrungen mit Kartoffeln. Ja, das ist noch nicht passend. So. Nicht ganz hübsch. Der ist nur aus irgendwelchen Gründen auch immer. Der Rest schaut gut aus. So. Der Teil steht, Freunde. So. Ich habe auch ein bisschen Captain gespielt. Ja und? Mensch, Julchen. Wie ist es so? Erzähl mal, sag mal, was ist so deine Meinung? Fühlst du Captain of Industry oder ist es eher so, geht so? So. Eins zu weit. So. Hier drauf. Oder bist du der Sucht verfallen? Das kann natürlich auch sein, Julchen. Ziemlich süchtig machend. Ich weiß. Einer erschrocken festgestellt, dass ich mal schlafen müsste. Ja, das geht so schnell, ne? Das geht so schnell. Raid! Besser später als nie! Mr. Peetlen! Einen wunderhübschen guten Abend, hi. Kopfmatsche? Ja, verstehe ich. Aber nichtsdestotrotz. Wie gesagt, das Spiel, es macht einen verrückt, ne? Also du bist hier knallhart in der Sucht gefangen. Das kann man, glaube ich, so feststellen. Und du kommst da, also es ist ja wirklich so, dass du in dem Spiel tatsächlich permanent am Überlegen bist, ne? Wie mache ich was? Wie könnte was cool aussehen? Was brauche ich noch? Was wäre noch cool, wenn... Solche Sachen, du bist ja permanent am Überlegen. Das ist ja, das Spiel challenge dich eigentlich quasi dauerhaft. So. Es schaut jetzt ungefähr 300 Mal besser aus als vorher, finde ich.
So, ich muss mal gerade wenigstens eine Leitung fertig bekommen. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Und wenigstens unseren ersten Sprit. Im Übrigen, der Sprit ist... Ach, der fließt ja auch noch nicht. Das Spice muss fließen. So, dann kommen die nämlich hier mit dem Auto durch. Das passt. Rezept wählen. Ja, stimmt, müssen wir auch noch machen. Das da wollen wir. Das da. Das da. Das da. So. Dann kann das jetzt in aller Ruhe gebaut werden. Wie viel Diesel haben wir noch? Geht so. Das macht alles die Chemieanlage da hinten. Ah, Sprit, wo bist du? Da. Gut, das läuft. Das läuft von alleine. Das ist sehr gut. Dann tanken die auch hier hinten. Damit bin ich echt gut. Maximilian nicht, wenn ich nicht muss. Nach wie vor nicht. Also Einigkeit verwende ich nur, wenn ich wirklich gezwungen werde dazu, weil ich dieses... Ich finde dieses Feature dermaßen dämlich und möchte das in keinster Weise nutzen, wenn ich nicht absolut notgedrungen dazu gezwungen werde. So, die müsste jetzt auch bald fertig sein. Die haben eine schöne Straße runtergebaut und jetzt hier unten schon richtig am Ausbaggern. Das ist gut. Ja, wir müssen aber mal langsam hier wirklich, also die Geschichte, wir bauen ja gerade enorme Mengen an Sachen auf. Und das merkst du halt einfach auch. Das merkst du halt massiv, ne? Das merkst du hier auch massiv, dass der Tank, dieser große Tank mittlerweile hier mit über 2000 Einheiten, dass der halt schon ordentlich ist. Meine Kohlelager sind leer, ja. Das ist immer mal wieder das Problem, seit wir das aufteilen. Das Gute ist, diese Leitung, die packt ja richtig viel, ne? 539 Kohle gehen da rein. Und die ist jetzt gleich voll und dann wird sich diese Leitung hier wieder füllen und dann, der tankt ja hier auch ab und deswegen kommt gerade so wenig in die Restleitungen rein. Das ist jetzt gerade einfach nur mengenmäßig ein Problem, weil wir so gigantische Mengen durchs Netzwerk durchpushen und das merkst du einfach an der Stelle ganz, ganz enorm. Und vielleicht waren auch gerade 5, 6 Fahrzeuge am Tanken, weil die gerade alle leer waren, das kann auch sein. Und die fahren alle halt immer hier hinter und tanken hier hinten, weil hier halt immer relativ viel Sprit ist. Und jetzt sowieso, weil hier vorne ja gar keins ist. Na, hier im Dieseltank ist ja nichts. Da müssen einfach größere Bagger her. Das müssen wir als nächstes auch noch angehen. Ja, das müssen wir als nächstes unbedingt auch angehen. Was ist denn eigentlich hier gerade das Problem? Ach, der Sprit fehlt ja hier. Unangenehm. So. Freunde. Okay. Ich spiel's auf Mittel und irgendwie rauschen dir schon zwischendurch mal wichtige Sachen ab und dann so, ah, ja genau, Julchen, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Du bist hier, ich sag ja, du musst aufpassen. Wir wären auch schon mal ganz knapp am Treibstoffende gewesen. Und dann ist uns auch noch der Strom ausgefallen. Da hatten wir weder Treibstoff noch Strom. Alles hat rot geleuchtet. Das war ganz wild. Wir haben uns dann mit Einkäufen noch ganz bisschen noch retten können. Das war echt gut so, aber das hätte auch ganz fies böse enden können. Oh, wir haben wieder keine Eisenplatte, ne? Die Eisenplatten gehen gerade voll durch. Die gehen in die Produktion rein. Da ist auch nichts im Speicher mehr. Was ist bei euch das Problem? Holz ist das Problem. Lass mich raten. Ja, ich hab's befürchtet. Freunde, ja, ihr dürft ruhig Holz holen. Kein Problem. Kann ich das nicht handeln? Auf die Schnelle? Nee. Gut. So, dann haben wir wenigstens... Da können wir jetzt ein bisschen hier mit Holz arbeiten. Besser so als gar nicht, ne? Also, die Produktion steht halt hier komplett. Die Speicher müssten hier aber auch gut bedient sein. Ja, das geht. Das staut sich auch hier bald. Okay. Sedaro sagt, vor allem hast du keine einfachen Bauteile. Ja, genau, da gehen wir jetzt ran. Da gehen wir jetzt genau ran. Ich finde einen kurzfristigen Produktionspush ganz okay, um Spitzen abzufedern. Ja, absolut. Genau, und diesen sofort... Bau, das finde ich einfach mit dieser Einigkeit, Sachen fertig zu bauen. Ich muss sagen, ich finde es einfach komisch. Es ist einfach, es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich auch so an, als würdest du cheaten. Und das möchte ich nicht. Also gar nicht. Und ich finde diesen ganzen Einigkeitsgedöns, ich fände das viel besser, wenn das eine Art Zufriedenheitswert für die Einwohner ist, okay? Dass du die auf einem gewissen Level halten musst, vor allem in besseren Wohneinheiten und so. Ganz klar, damit gehe ich konform. Das ist für mich völlig in Ordnung.
Meinetwegen sollen sie auch bessere Arbeiter einführen, also einfache Arbeiter, bessere Arbeiter, Akademiker meinetwegen, wie auch immer die das nennen wollen, wäre mir auch recht. Aber worauf ich halt überhaupt keinen Nerv habe, ist dieses, ja, schnell liefern, das ist für mich eine Art Debug-Modus. Dafür ist man ja Early Access, absolut, absolut. Deswegen, das ist jetzt auch, ich finde auch von der Kritik, vom Kritikwert her ist das jetzt relativ überschaubar, weil wer weiß, ob diesen Wert noch überarbeiten wollen, ob das viel teurer wird, keine Ahnung. Wir werden das sehen. So, hier fließt ein Haufen Sprit durch. Guck mal, das ist sehr gut. Und die tanken nämlich hier auch ordentliche Mengen an Fracht auf und bringen das zur Tankstelle wiederum, damit alle Sachen hier laufen. Die hier zum Beispiel langweilen sich wie blöd, ne? Also, bei denen ist so, die haben nicht viel zu tun eigentlich hier oben. Wir könnten natürlich jetzt sagen, nimm mal den Bagger weg und schick den Bagger darüber. Dann soll der hier an der Kohlemine arbeiten. Kann man machen. Makom, Makokum. Marco, einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Das Spiel ist insgesamt für einen Early Access-Titel schon wirklich gut. Das schaffen viele im Release noch nicht. Ja, absolut. Wobei ich ganz ehrlich, ich bin ja schon seit Jahren, seit jeher eigentlich immer wieder ein gigantischer Freund der Indie-Games und Early Access-Spiele und so weiter. Und von daher, die meisten Stunden, wo ich am meisten Freude mit hatte, habe ich in Spielen verbracht, von denen es niemand erwartet hätte. Und ich finde, das ist doch mal was wirklich, wirklich Hübsches. Weil am Ende reizt mich doch das Spiel, egal ob es teuer produziert ist oder günstig produziert ist, wenn das Gameplay oder die Idee dahinter geil ist, dann ist es doch eigentlich perfekt, ne? Marco, wunderschönen guten Abend, hi! Was all that we know when this song was still new, when this all was still new.